Soll das heißen, wir können das Spiel nicht so 100% durchspielen? Oder ist die Vision einfach nur falsch? Wie ihr wünscht. Oder ist die Vision einfach nur falsch? Oh Mann. So, ich habe keine Lust mehr Hier auf den Speicherstand. Soll ich ihn betätigen? Nein. Noch nicht. Lasst mich erst auf die Plattform. Genau, lass mich auf die Plattform. Jetzt! Oh. Gut, das reicht schon mal. Und jetzt können wir hier die Sandwolke aufnehmen. Gut, an dieser Stelle befindet sich nichts. Aber hier sind die Stangen, die wir benutzen können, um uns hochzuschwingen. Voila. Zack, und nochmal. Jawohl. Gut, den Hebel hier einmal aktivieren. Langt das? Ich sehe nichts. Nee, weil 1, 2, Säule, 3. Also nochmal. Ja, nein. Oh. Ach doch, das war richtig. Ah nee, war es nicht. Hinten ist eine 3. Und noch einmal. Genau so. Jetzt können wir auf die andere Seite. Holla. Husch. Husch. So. Und jetzt können wir das System einmal so drehen. Die Frage ist jetzt nur, ist das so richtig? Okay, zurück können wir. Nach rechts können wir schwingen und den Schalter aktivieren. Also, ich schätze mal, das ist so richtig. Genau, die Kamera dreht sich auch schon mal dahin. Dann muss das ja richtig sein. So, als nächstes. Ich glaube, den Schalter hier auch noch. Ah, ne. Huch. Oder doch? Das galt nur nicht als Treffer. Spiel. Weil das sieht nicht aus wie eine Plattform da. Ja, mach ich mal so. Ah. Okay. Dann machen wir es so. Gut. Jetzt gucken wir mal. Da, da, da. Da, genau. Jetzt können wir. Nein. Nicht die Säule. Dieser Prinz. Nein, lass die Säule in Ruhe. Genau. Die Stange willst du berühren. Und jetzt gehen wir hier auf die Seite rüber. In das Uhrenwerk oder was das sein soll. Für Fahrer machen wir erstmal die Tür auf. Genau. So, jetzt müssen wir hinterher. Müssen wir hinterher? Jawohl. Ich komme! Was ist das hier? Achso, da war Fahrrad drin. Okay. Kommt schon. Schade, dass sie nicht hochklettern kann, sonst wäre ja, der Traum. Ein Spalt. Moment, lass uns erst den Korridor überprüfen. Na gut, ihr nehmt den Spalt. Gut. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ciao, bis morgen. Ich bin hier oben. Sehr gut. Versucht den Hebel dort. Danke. So, wie viel Leben habe ich? Na, ich gebe ein bisschen Wasser trinken. So. Gut. Dann heißt das jetzt auf zur Tür. Dem hier ausweichen.
Da hätte ich an der Wand entlang rennen sollen. Und zwar so. Und hoch. Meint ihr, ich kann drüber springen? Versucht's. Was kann schon passieren? Geht doch. So, hier langsam. Ja. Wow. Jetzt bin ich doppelt getroffen. Nein. Schaffe ich das? Ja. Oh. Da habe ich mich umsonst gestresst. Ich treffe euch auf der anderen Seite des Tors. Vorsicht! Ihr solltet aufpassen. Ah, aha, aha. So, jetzt aber. Voila. Hui. Aha. Hier bin ich. Das Tor geht nicht auf. So, huch. Gut, dass der Prinz will wieder gehen. Aha, so, ich bleib hier an der Wand. Oder Säule. So, die blauen starken Gegner hier. Umnudeln. Es sind aber nicht so viele Gegner. Weil der Speicherstand füllt sich schnell. Ja. Ja, ich schaff das. Pass auf. Pass auf. Sala. Ja. Na komm hier. Ha. Und. Tada. Weg mit dem Schmutz. Hallo, Farah. Na, bist du gefangen? So. Neue Vision anschauen. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Oh yeah. Gut, die Tür will aufgemacht werden. Die will raus. Also klettern wir mal nach oben. So, der eine oder andere wird es schon gesehen haben. Huch. Da oben sind irgendwo, genau, diese Krähen. Müssen wir wieder besiegen. Die können mich ja nicht in Ruhe lassen. So. Ach, kommt ran hier. Ich hab was für euch. Genau. Oh, das war zu früh. Schnell hoch. Und Angriff. Jawoll. Voila. Warte mal, wo soll ich denn das sagen? Ah, da geht's lang. Okay. Klappt das so? Ja. Ja, wunderbar, du. Hopp. Was tut ihr da? Ich weiß nicht. Ich arbeite noch an einem Plan. Ja, so in etwa. Ah, hier ist noch eine Tür. So, müssen wir hier rüber rennen. Ja, bleibt der da oben. Jetzt seid ihr dran. Angriff. Guck mal, so einfach kann es sein. Aber nein. Das sind ja beschissene Vögel. Die ja fliegen können. Achso, stimmt. Ich muss hier rüber. Und nochmal. Und jetzt hier. Nein.
Beruhig dich jetzt. So, war das richtig hier unten? Ich weiß nicht. Ja, da ich nicht weiter hochkomme, ist das richtig. Genau. Ach so. Ja. Immer diese Mechaniken hier. Tada. Ich bin draußen. Ich sehe es. Ich könnte sie heiraten. Schließlich ist sie die Tochter eines Maharajas. Meine Sklavin zwar, aber sie hat königliches Blut. So kann ich ihr wildes Wesen besser zähmen. Gar nicht schlecht, seine Frau mit Verstand. Eine Herausforderung. Nein. Nein, 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 nein. Gut. Jetzt klettern wir mal darüber, denn wir müssen ja wieder runter. So. Ich glaube, hier drinnen gab's. Ach. Jetzt ist hier das Zeug auf. Warum gibt's hier eigentlich eine Tür? Egal. Boah, direkt unter der Klinge angehalten. Was? Die Treppe spielt gegen mich. Ah, schade, die sind noch keine One-Hits. Aber müsste bald so sein. Da ist meine Sandwolke, die ich gesucht habe. So, wo ist Farah? Ich glaube, sie war... Oh, hi. Da seid ihr ja. Genau. Und jetzt gehe ich wieder raus. Das kann nicht mehr weit sein. Denn ich will mehr HP. So, Farah, jetzt können wir Gassi gehen. Komm, bei Fuß. Oh. Was? Nix, nix. Schon wieder. Double Kill. Wieso dreht er sich so komisch? Achso. Blödes Ungeziefer hier. Na? Fertig? Gut. Dann können wir jetzt weiter. Passt auf Nägel auf. So. Den Korridor hier auch aufgeräumt. Huch, die Kamera hält die Spannung nicht mehr aus. Und zack, zack, zack. Jawohl. Aha. Oh, oh, oh. Seht, und das ist die Brücke zum Turm der Dämmerung. Da. Wartet auf mich. Nee, 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 den besiege ich allein. Oh, jetzt sind es wieder vier Gegner. Gut. Aber bei denen ist es ja nicht ganz so schlimm. Oh. Ja, sehr gut, dass du den anvisierst. Und ich den großen. Genau, jetzt erstmal den großen. Okay. Passt auf. So. Huch. Tschüss. Bitte was? Hallo, da bin ich wieder. Und ich kann nicht so weit genug zurückspulen. Halt, falsch. Halt, das ist falsch. Seht, das ist die Brücke zum Turm der Dämmerung. Hallo, hier bin ich wieder. Wartet auf mich. Nein, ich habe keine Zeit. So, schnell die Gegner hier besiegen. Ich möchte nicht wieder runterfallen.
Okay. Hättest du nicht einfach drüben bleiben können, Pfarrer? Ich glaube, das hätte alles einfacher gemacht. So, genau. So, den Bedding großen? Jawohl. Den dritten nehmen wir auch noch. Gut, dann lassen wir mal die Aktion mit den mit dem drüberspringen über die Gegner. Tschüss. Oh, der ist ja runtergefallen. Ich wusste gar nicht, dass das passieren kann. In dem Teil. Wenn es in dem zweiten Teil, dass das da passieren kann, weiß ich. Aber auch im ersten. Hm. Naja, der kommt wieder, wenn er was will. Und zack. Jawoll. Ah. Diese Pixelflaggen. Hallo, Speicherstand. Hallo, Pfarrer. Und tschüss. Ach, jetzt kannst du darüber gehen? Jawohl. Neuer Sandbehälter. So, ich schätze mal, ein Regen wir noch. Und das war's dann. So, hier ist noch Wasser. Da hinten ist auch noch einer. Den habe ich gern übersehen am Anfang. Oh, so anstrengend hier alles. Gut. Ja komm, ich gehe hier hoch. Ich gehe hier hoch. So. Hä? Ich kann auch alleine speichern. Ich bin schon groß. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Nee, beim nächsten Mal nicht hier, sondern wir beenden das Spiel heute. Und fangen direkt mit Teil 2 an. Gut, erstmal hier rüber. Und herausfinden, dass es nicht weitergeht. Zumindest für den Prinzen, aber für Pfarrer schon, wie immer. So, boah, was passiert nochmal? Da passiert nochmal was. Dass ich wieder hochklettern muss. Ach, stimmt, jetzt weiß ich wieder. Ich glaube, da habe ich jetzt die Sandwolke verpasst. Ich habe ja gerade gespeichert. Kannst du ihn überspringen? Nein. Gut. Boah. Geile Musik. Ein Verlies. Wie im Palast meines Vaters. Ich habe niemals einen Fuß hineingesetzt. Nun war ich selbst ein Gefangener auf der Suche nach einem Ausweg. Nackte Haut.